Was bedeutet Islam? Islam ist die Hingabe. Islam ist die Ergebung. Islam ist Gehorsamkeit. Islam ist Unterwerfung. Islam ist die Religion von allen Gesandten und von allen Propheten. Und das ist die Botschaft des einzigen Gottes. Das ist die Botschaft Allahs. Allah hat jeden Propheten mit dem Islam gesandt. Und er sagte uns, ich habe in jedem Volk einen Propheten erweckt, dass man Allah allein und einzig anbetet. Und die Propheten haben gesagt, wir sind Gott Ergebene und das ist der Islam. Der Islam verbindet Logik und Natur. Der Islam verbindet Theorie und Praxis. Der Islam verbindet Beweis und Verstand. Der Islam ist keine Religion nur für die Moschee oder in der Moschee, sondern der Islam ist eine Religion für alles. Das ist für das Leben. Der Islam ist mit dir zu Hause. Der Islam ist mit dir auf der Straße. Der Islam ist mit dir auf der Arbeit. Der Islam ist dein Leben. Und da muss man den Islam richtig verstehen, was das bedeutet. Der Islam bedeutet, dass man sich ergibt und dass man sich unterwirft unter dem Willen des einen einzigen Gottes Allah subhanahu wa ta'ala. Islam ist die Bestätigung der Wahrheit und Bestätigung der Beweise. Islam ist die Suche nach Sinn des Lebens. Islam ist der Sinn des Lebens. Islam ist die Bestätigung, dass wir einen einzigen Schöpfer haben. Einen einzigen Gott, der uns erschaffen hat, der uns alles gegeben hat. Und wir ergeben uns. Wir unterwerfen uns, was er uns gesagt hat. Islam verbindet Leben und Religion, Herzen und Handlungen und Taten, Äußerlichkeit und Innerlichkeit. Islam ist Religion der Wahrheit, der Religion der Toleranz, Religion der Gerechtigkeit. Islam ist die Religion, die von allen Propheten angenommen wurde und von allen Propheten verkündigt wurde. Islam ist die Religion, die von Gott uns befohlen worden ist, der einzige Gott, der uns erschaffen hat, der uns alles gegeben hat, der uns sieht und der weiß, was wir tun. Dieser Gott, der uns Liebe gegeben hat, dieser Gott, der uns Barmherzigkeit gegeben hat. Islam ist diese Religion, die dir einen Wert im Leben gibt. Und Islam ist diese Religion, die alle Leute gleich behandelt. Es gibt keinen Unterschied in diesem Zusammenhang zwischen einem König und einem Soldaten. Es gibt keinen Unterschied zwischen Präsidenten und Diener. Es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Alle sind vor Allah, vor dem einzigen Gott gleich. Aber die wurden befohlen, dass sie bestimmte Taten begehen und dass sie bestimmte Taten oder Handlungen nicht begehen. Sie müssen das meiden, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Und sie müssen das tun, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Und das bringt die Glückseligkeit. Und das bestätigt den Sinn des Lebens für uns alle. Er ist der eine, der einzige, der uns erschaffen hat. Und er hat uns alles gegeben und er weiß genau, was für uns gut ist und was für uns schlecht ist. Und wenn wir das tun, was er uns gesagt hat, dann werden wir erfolgreich in diesem Leben sein und wir werden den Sinn des Lebens bestätigen und wir werden Freude und werden Ruhe in unserem Herzen haben. Aber wenn wir das nicht tun, was der einzige Gott Allah uns gesagt hat, dann werden wir kein schönes Leben haben, dann werden wir kein ruhiges Leben haben. Wir werden kein ruhiges Herzen bekommen. Wenn manche sagen, doch, ich habe ein ruhiges Herz, aber das ist Betäubung. Das ist Betäubung für eine bestimmte Zeit, aber in Wirklichkeit, wenn diese Person schlafen will und wenn diese Person nachdenkt, dann weiß man genau, dass man nur mit dem Islam die Glückseligkeit bekommen hat. Islam ist die Religion der Barmherzigkeit. Eine Frau
Eine Frau hat einem Hund zum Trinken gegeben, dann hat Allah ihr verziehen und vergeben, was sie von Sünden gemacht hat, und er hat sie ins Paradies gebracht. Islam ist die Religion der Toleranz. Es gibt keinen Unterschied zwischen Schwarzen und Weißen. Es gibt keinen Unterschied zwischen Reichen und Armen, sondern alle sind gleich vor Allah. Islam ist die Religion der Toleranz. Es gibt keinen Unterschied zwischen Schwarzen und Weißen. Es gibt keinen Unterschied zwischen Reichen und Armen, sondern alle sind gleich vor Allah. Toleranz im Islam. Ein Mann hat seinem Bruder gesagt, du bist Sohn von der Schwarzen. Der Prophet sagte ihm, du hast eine schlechte Eigenschaft, weil wir alle Diener Allahs sind und weil wir alle gleich vor Allah sind. Was uns unterschiedlich macht, ist, was wir von Wissen haben und was wir praktizieren und wie wir Allah, den einzigen Gott, fürchten. Viele Leute denken, wenn sie das hören, wenn wir über Islam sprechen, Religion der Toleranz, der Wahrheit, der Gerechtigkeit, der Liebe, wenn wir davon sprechen, dann denken sie, ach, es gibt auch andere Religionen und es gibt auch andere Lehren, aber wir sagen hier, andere Religionen und andere Lehren, die waren auch ursprünglich der Islam, weil die Propheten von diesen Religionen und von diesen Lehren, sie haben auch zum Islam gerufen und sie haben dazu aufgerufen und sie haben gesagt, dient nur dem einen, dient nur dem Herrn, und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn man den Islam richtig praktiziert, das ist, wenn man ein Medikament nimmt. Wenn du dein Medikament nimmst, wie der vorgeschrieben hast, dann wirst du mit Hilfe Allahs gesund. Aber wenn du dein Medikament nicht so nimmst, wie der Arzt vorgeschrieben hat, dann wirst du auch keine Gesundheit bekommen. Und das ist auch mit dem Islam. Wenn du den Islam richtig verstanden hast und wenn du den Islam richtig praktizierst, dann wirst du glückselig werden und dann wirst du die Ruhe im Herzen haben, weil du das richtig gemacht hast, wie Allah von uns verlangt hat. Aber wenn du das nicht machst, wie Allah gesagt hat und wie Allah uns befohlen hat, dann wirst du auch, wenn du auch Muslim bist, dann wirst du diese Glückseligkeit nicht haben und die Ruhe im Herzen nicht haben. Das ist wie ein Medikament. Und Islam ist Medikament für deine Probleme. Islam ist Medikament für dein Herzen. Islam ist Medikament für deine Gewissheit. Islam und für dein Gewissen. Islam ist ein Medikament für deine Probleme im Leben. Die Leute, die begehen Selbstmord. Warum? Schaut mal, wie viele Leute Selbstmord begehen. Warum tun sie das? Weil sie keinen Rückhalt haben, weil sie keine Ruhe im Herzen haben. Aber wenn man Muslim ist und wenn man an Allah glaubt und wenn man das bestätigt, was Allah uns gesagt hat, dann wird man keinen Selbstmord begehen. Viele Leute haben Probleme, die haben Drogenprobleme, die haben andere Probleme. Warum? Weil sie nicht glückselig sind, weil sie keinen Erfolg haben. Warum? Weil sie den falschen Weg genommen haben. Das ist wie ein Gerät. Das Leben ist wie ein Gerät. Und derjenige, der dieses Leben gegeben hat, ist Allah. Und derjenige, wenn wir Menschen ein Gerät herstellen, dann der Hersteller sagt uns, was wir tun und was wir nicht tun dürfen. Und das ist auch das Gleiche. Allah hat uns erschaffen und er hat uns gegeben und gesagt, was wir tun und was wir nicht tun. Wenn wir das tun, was Allah gesagt hat, dann haben wir ein schönes Leben. Das ist das Gleiche, wenn der Hersteller des Gerätes sagt, du darfst das nicht tun, und du machst das, wie der Hersteller gesagt hat, dann hast du ein gutes Gerät und du kannst das lebenslang behalten. Aber wenn du das nicht machst, was der Hersteller gesagt hat, dann wirst du das nicht. Dann wirst du das nicht lebenslang haben. Und das ist der Islam eigentlich. Der Islam ist, dass du weißt, Allah hat dich erschaffen. Er hat dir Propheten gesandt. Und wenn du das tust, was Allah gesagt hat, und meidest, was er verboten hat, wenn du den Propheten bestätigst und folgst, und wir folgen allen Propheten, wir folgen Moses, Jesus, Abraham und den letzten Gesandten Gottes, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn du das tust, dann wirst du ein schönes Leben haben, du wirst Glückseligkeit haben und du bist
bestätigst die Toleranz und du bestätigst die Barmherzigkeit und du bestätigst die Liebe. Und die Liebe ist die Basis des Islam. Du musst Allah am meisten lieben. Du musst deinen Schöpfer am meisten lieben, weil er dir alles gegeben hat. Du musst ihm danken. Du musst ihm danken und du musst ihn richtig lieben. Und die richtige Liebe, die richtige Liebe zu Allah und zu seinen Gesandten ist, dass du die Religion Allahs, dass du die Religion des einen einzigen Schöpfer praktizierst. Und das ist der Islam, die Wahrheit, die Toleranz, die Barmherzigkeit. Der Islam ist auch die Religion, die der Frau ihre Rechte gegeben hat. Der Islam ist die Religion, die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen hat. Und der Islam gibt ihrer Frau ihre Rechte und gibt dem Mann seine Rechte. Und wenn man das praktiziert, dann wird man auch gute Familie haben. Wir wollen Familien haben, die zusammenhalten, die sich lieben und die zusammenwirken und die an die Zukunft denken, und die Zukunft ist der Islam.